hoffe, ihr hört mich alle da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Barox-Webinar. Das Thema ist heute moderne Netzwerktopologien. Als ich das mal angegangen habe, habe ich mir eigentlich noch nicht so große Gedanken gemacht, was dieses Thema beinhaltet, wie groß das Thema grundsätzlich ist. Und das fängt ja schon sehr früh an. Wann ist etwas modern? Also wenn mir heute jemand sagt, du kauf doch mal ein modernes Auto, ja, dann kann ich mir eigentlich gar nichts vorstellen dabei. Und darum geht es hier ein bisschen dieses Moderne aufzuschlüsseln. Was ist heute eine moderne Netzwerktopologie? Das fängt ja schon sehr früh an, hier bei der universellen Gebäudeverkabelung, UGV. Man hatte früher Richtlinien erstellt, wie das auszuschauen hat. Das hat sich leider in der letzten Zeit immer auch mehr verwässert. Man hat hier Normen, aber diese Normen werden bei weitem nicht mehr eingehalten. Also ein Standortverteiler, dann geht's rein ins Gebäude, dann kommen die Etagenverteiler, die Anschlussdosen und die Arbeitsplatzdosen, kann man sagen. Und schlussendlich steht da ein Endgerät, was denn auch immer an dieses IT-Netz angeschlossen wird. Wichtig zu wissen ist, dass auch hier verschiedene Arten von Geräten zum Einsatz kommen. Also hier vorne ist in der Regel irgendein Modem oder ein Router. Weiter vorne dann in der Gebäudeverteilung spricht man vom Core-Bereich. Also da kommen alle die Strippen zusammen aus den Etagen, aus den einzelnen Räumen. Ob ein Core-Bereich extrem hoch, eine extrem hohe Auslastung aushalten muss oder nicht, das zeigt sich dann da vorne. Wie viele Etagen sind es? Also in einem Zwei-Etagen-Haus braucht es nicht so einen starken Core. Und dann ist das hier ein Distributionsgerät. Also bei uns halt, bei Paroxwitchen, kommen wir hier zum Tragen mit dem Core-Bereich, Distributions- und Access-Switche. Das wurde früher eigentlich auch festgelegt, wie man das auszuführen hat. Man hat diesen Teil immer mit Glas, dann Glas-Kupfer. Das war früher, vor etwa 10 Jahren, hatte man immer gesagt, ja, diese Gebäudeverteilung bis in die Etagen müssten auch Lichtwellenleiter sein, Fiber sein. Das hat sich aufgewässert oder hat sich verwässert, sagt man. Leider wird hier ja nicht mehr überall auch hochperformante LWL eingesetzt, sage ich mal. Und dann hier, das spielt es grundsätzlich keine Rolle, wenn ich diese Linklänge von einem Ethernet-Kabel einhalte, diese 100 Meter, die dürfen es auch mal 110 Meter sein, dann ist dann das noch erlaubt. Aber Sie sehen schon hier, sehr früh fängt die Frage an, ja, ist ein modernes IT-Netzwerk überhaupt möglich, wenn ich in einer alten Infrastruktur arbeite, mit alten Kabeln drin, mit LWL-Leitungen über 30, über 40 Jahre alt, das muss man sich dann schon genau anschauen. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch bei uns bei Barox, dass manchmal halt Fehler entstehen durch, ja, durch doch sehr alte Infrastruktur, durch alte UGV. Moderne Netze. Was heißt moderne Netze? Ich habe das nirgends aufgeschrieben. Sie müssen es mitschreiben. Moderne Netze sind in der Regel segmentiert. Sie sind performant und sie sind redundant. Das sind diese drei Schlagworte, die man eigentlich heute braucht, um ein ausgeglichenes, sicheres Netz zu bauen.
wenn diese drei Komponenten nicht hundertprozentig da sind, dann ist das noch nicht ein Weltuntergang, aber man muss darauf schauen, dass gewisse Dinge, diese drei Schlagwörter, ich wiederhole nochmal, segmentiert, performant und redundant, dass das eingehalten wird. All diese Punkte sind absolut möglich mit unseren Barox-Geräten. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, von der Infrastruktur her solche Segmentierungen, diese Performance und diese Redundanz hinzukriegen, dann sind Sie auf dem Weg zu einem modernen Netzwerk. Das fängt schon mit dieser Redundanz an. Redundanz heißt halt heute in gewissermaßen, dass man Ringe baut. Ich gehe jetzt da nicht auf jede Folie, auf den Text ein. Einige von Ihnen kennen diese Folien, sind bekannt aus unseren zahlreichen Workshops, die wir abgehalten haben, die wir durchgeführt haben. Die haben leider jetzt bedingt durch diese Corona-Krise einen Unterbruch. Wir werden das, sobald das wieder möglich ist, aufnehmen, weil der persönliche Kontakt und die persönliche Schulung unserer Kunden, die ist uns sehr wichtig. Und natürlich bilden wir einen Teil ab mit Online-Schulungen, auch auf weite Distanzen haben wir alles durchgeführt. Aber es bleibt ein Rest, die persönliche Komponente, die wir halt nicht rüberbringen können mit unseren Online-Medien. Was wichtig ist zu wissen, ist hier gelb angezeichnet. Das ist ein neues, also ganz so neu ist es auch nicht mehr, das ERPS. ERPS wird sukzessive die Welt vom Rapid Spanning Tree und vom Spanning Tree ablösen. Wir sehen immer mehr auch am Support, dass Kunden nachfragen, du, wie mache ich das, wie baue ich mir ein ERPS? ERPS heißt Ethernet Ring Protection Switching. Und das ist ganz wichtig, das ist halt mit einer sehr, sehr hohen Performance ausgestattet und die Verfügbarkeit gegenüber RSDP ist einiges höher. Auch die Stabilität des Ringes selber. Also da, wo Sie es können, empfehlen wir oder empfehle ich ERPS. Natürlich ist es nicht gleich charmant und einfach aufzusetzen wie das Rapid Spanning Tree. Aber es lohnt sich, hier reinzuschauen. Und wir haben das ja auch entdeckt, dass das ein Protokoll ist, das sehr viel Zukunft hat und auch unsere neueste Generation, die 28XX-Switche, haben wir damit ausgerüstet. Das heißt, es kann jetzt lückenlos über die 19-Zoll-Schiene bis hin mit den Hutschienen-Switchen, die alle ERPS haben, dieses Protokoll angewendet werden. Ich sag's mal so, heute wird sicherlich zum größten Teil noch Rapid Spanning Tree eingesetzt, weil es ist bekannt, man kennt das jetzt und hat damit gearbeitet. Was grundsätzlich halt ist, da gibt's Ausfallzeiten bis eine Sekunde und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Bei ERPS fällt das weg. Wir haben durch diese Performance haben wir eine Ausfallzeit, die nicht höher wird als 20 Millisekunden. Wo man aber auch aufpassen muss und wo wir gerne auch zur Verfügung stehen mit Auskünften, ist die Anzahl von Nodes. Also wenn man von Nodes spricht, ist das nicht nur die Switche, sondern auch andere Komponenten im Netzwerk. Da muss man bei ERPS achtsam sein, dass man das wirklich in Grenzen hält. Es gibt keine universale Antwort. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ja, das geht bis 30 Switche. Und dann kommt wieder die erste Folie. Sie haben eine alte Infrastruktur mit wirklich älteren Kabel, die halt einfach nicht mehr diese Performance bringen, die ich benötige, um solche schnellen Protokolle umzusetzen. Hier nochmals die Konfiguration vom Spanning Tree. Das ist halt einfach. Man hat bei uns ab Werk, das hat man mal bei uns entschieden, dass wir ab Werk Multiple Spanning Tree einsetzen.
Das hat einen großen Vorteil. Sie können somit keinen Loop bilden. Also wenn Sie an einem Barock-Switch den auspacken, zur Schachtel rausnehmen, ein Ethernet-Kabel einstecken auf Port 1 und die andere Seite auf Port 2, dann zwingt das den Switch nicht in einen Loop, weil halt MSTP standardmäßig eingeschaltet ist. Das heißt, die Switches sind stückweise schon vorbereitet für diese Art von Ring-Protokollen. Es geht dann weiter, dass man im Port, also auf dem Port-Basis auch STP ein- und ausschalten kann. Ich empfehle das auch, dass man nur diese Ports wählt, die am Ring sind, die mit dem Ring verbunden sind. Das hat auch seine Gründe, dass wir nicht allzu viel Bandbreite oder unnütze Protokolle verschicken. Vor allem dann, wenn jemand ein zusätzliches Gerät einsteckt, ist nicht unbedingt nötig, dass der das sich in den Ring reinwählen kann. Das kann man einschalten, ausschalten. Es ist von Vorteil, wenn man das macht. Wenn man jetzt aber diese anderen Ports wegschaltet vom Ring, dann braucht es wieder die Loop Protection. Also nicht vergessen, ausgeschaltete STP-Ports benötigen auf der anderen Seite das Einschalten der Loop Protection, sonst geht's dann rund, wenn da mal jemand falsch einsteckt. Es geht weiter hier nochmals beim Kontrolle. Ich predige das wirklich schon seit etlichen Jahren. Wenn man nicht kontrolliert, weiß man ja nicht, ob es funktioniert. Wir haben zwei Seiten immer bei den Switchen. Wir haben die Konfiguration, wir haben das Monitoring, hier auch das Monitoring über den Ring, also den Bridge-Status und die Kontrolle CIST kann man hier anklicken und dann sieht man, ob der Ring funktioniert oder nicht. Es bedarf also nicht jetzt großer Messungen mit Wireshark oder sonst was. Natürlich kann man das machen, wenn man will. Man sieht dann das BTPU-Signal, das Bridge Priority Unit. Das ist das, was den Ring steuert. Aber hier können Sie auf einfache Weise rein und schauen, aha, der Ring funktioniert. Das ERPS hat auch natürlich seine Konfigurationsseite. Auch hier, ich kann schon aus Zeitgründen hier nicht so tief reingehen, wie ich möchte. Hier wird auf jeden Fall auf jeden Nachbar geschaut. Also das heißt, es wird im ERPS braucht es die MAC-Adressen der Nachbarn. Also es ist ganz sicher stückweise aufwendiger als das Rapid Spanning Tree, aber wenn wir von modernen Netzwerken sprechen, ist es das modernere Ring-Protokoll. Modern ist auch sowas hier, die VLAN-Aufstellung. Also man hat, hier sehen Sie auf dem Monitor eine gemischte Anlage mit verschiedenen, ja, ich würde mal sagen, das können auch Gebäude sein, ein sogenanntes WAN oder ein MAN, ein Metro Era Networking, wie Sie es auch immer wollen. Diese Begriffe sind ja zum Teil, verschwimmen die ineinander rein. Sie sehen hier drauf höchstwahrscheinlich ein Management VLAN, das VLAN 12 hier in Violett gehalten. Dann sieht man die einzelnen VLANs, die innerhalb der Gebäude gebraucht werden. Nichtsdestotrotz, auch hier gibt es eine kleine äußere Redundanz. Man spricht hier von, kann man mit Rapid Spanning Tree machen, geht aber auch mit ERPS. Und dann um alles herum ist nochmals diese rote Linie hier, dass wir hier nochmals eine Sicherheit haben. Also wenn eine Leitung wegfliegt von dem Gebäude hier, sagen wir dem mal Hauptgebäude zu Nebengebäude, hier wird aufgeblockt oder hier wird aufgeblockt. Hier ist es sogar angeschrieben, wir haben ein Blocking. Dann wird man nichts merken, weil die Anlage weiter funktioniert. Wir haben hier eine Redundanz innerhalb
der LAN und wir haben eine Redundanz innerhalb des MANs. Ganz wichtig, dass man das auch mitnimmt in die Netzwerktechnik, die wir heute zur Verfügung haben. Ja, ich habe es gesagt, wir waren jetzt schon in der Redundanz. Wir kommen zum nächsten Schritt, das ist die Performance. Die performante Anlage braucht unter Umständen halt mehr Bandbreite im Uplink-Bereich, als wir uns das vorgestellt haben. Schlecht eigentlich, was ich jetzt gesagt habe, wenn wir davon ausgehen, dass ich erst merke, wie viel Bandbreite ich in einer IT-Anlage brauche, wenn ich sie baue. Ich weiß leider, es ist so, aber ihr könnt jetzt alle mal lachen miteinander, weil manchmal trifft man dann einen Flaschenhals, also man braucht mehr Bandbreite als benötigt, als vorgesehen war, aus irgendeinem Grund. Irgendjemand hat eine Reihe Kameras neu bestellt, die mehr Bandbreite benötigen. Und schon sitzt man ein bisschen da und hat jetzt das Problem, dass ich an einem Uplink nicht 1 Giga, sondern 2 oder mehr Giga erwarten muss. Das heißt, ich muss aggregieren. Aggregation heißt nichts anderes als Zusammenfassen von Netzwerkstrippen, von Kabeln und dementsprechend einen höheren Datendurchsatz zu erreichen. Also aber nochmals hier bei LACP, also Link Aggregation Control Protocol, bitte vorsichtig, also aus einem Giga gibt es nicht 2, das ist mathematisch zwar richtig, aber das ist nicht ganz richtig, weil wir Verluste haben aus den Protokollen heraus und dementsprechend nicht die volle doppelte Bandbreite hinkriegen. Aber wir sind da ziemlich nah dran. Es kommt auch auf die Qualität eines Gerätes drauf an, also schlussendlich auf nicht nur auf die CPU eines Switches, das ist ja grundsätzlich, kaufen viele Leute die CPU am selben Ort oder haben dieselben Typen von CPUs. Sehr, sehr matchentscheidend und sehr wichtig ist die Wahl der Memory-Bausteine, also der Speicherbausteine. Und da gibt's halt im Markt wirklich sehr große Qualitätsdifferenzen von sehr gut bis unbrauchbar. Wenn ein Speicherbaustein die Daten nicht extrem schnell weiterleiten, aufnehmen, abspeichern, weiterleiten kann, gerade im Videobereich, dann nützt mir auch die gute CPU halt nichts. Das heißt also, das gesamte Board mit den Komponenten muss entsprechend gerade für Video ausgebaut oder gebaut worden sein. Das gilt natürlich auch für solche Protokolle jetzt wie diese Aggregation mit LACP. Hier nochmals, wo stelle ich das ein? In der Port-Konfiguration. Und wo kann ich es testen? Das ist wieder halt hier dieser LACP System Status hier unter Monitoring. Etwas, was halt auch wichtig ist, ist grundsätzlich nicht nur die redundante Seite oder die performante Seite. Es geht auch um Segmentierungen und zusätzlich geht es aber auch um den Schutz der Geräte, der Schutz der Ports und der Schutz der Netzwerke. Und da gibt es sehr viele, ich sag mal, Artikel auch in den Zeitschriften drin, ja, wie mache ich mein Netzwerk sicher? Und man hört auch immer wieder von Angriffen auf moderne Netzwerke. Da gibt es kein Kochbuch und ein Rezept, wo man sagt, ja, jetzt bist du sicher. Es gibt nie diese 100%, aber man kann Sicherheit bieten. Wenn wir schauen, in der Vergangenheit bis vor etwa 4, 5 Jahren, hat man die Ports gesichert als mit der MAC-Adressierung. Man hat gesagt, an diesem Port
ist nur ein Gerät mit dieser MAC-Adresse erlaubt. Und das haben dann natürlich dementsprechend relativ schnell auch die bösen Menschen festgestellt, dass man mit MAC-Adressen auch Schindluder treiben kann. Im Darknet ist es klar, da kriegt man diese MAC-Adressen raus, man kriegt ganze Pakete von Kameraherstellern, von den MAC-Adressen. Und ja, das ist natürlich, es ist wie es ist, das Darknet blüht, die Leute da drin tummeln sich, die kriegen dann diese MAC-Adressen, da wird gleich noch ein MAC-Sniffer hinten hergeliefert und dementsprechend ist das Ganze auf MAC basierend nicht mehr sicher. Das hat sich schon seit einiger Zeit so hat das angefangen. Was wichtig ist, auch hier wieder meine Meinung, MAC-Adressfilterung ist besser als gar nichts. Auch das ist schon eine erste Hürde für einen Eindringling, der hier in mein Netzwerk will, um dementsprechend schon mal einen ersten Schutz aufzubauen. Schöner ist es mit anderen Möglichkeiten. Wir sprechen von ARP, das Address Resolution Protocol. Um ARP aber umzusetzen, brauchen wir kurzzeitig einen DHCP-Server auf unseren Switch. Ich habe das in 2, 3 Folien hier abgebildet. Sie kriegen ja diese Präsentation dann zugeschickt. Sie können das in aller Ruhe mal auf einem Barock-Switch nachbauen, die ganze Geschichte. Wenn Sie noch keinen haben, dann wird es jetzt höchste Zeit, sich einen zu besorgen, damit Sie da mit auch zu Hause spielen können. Interessante Sache, natürlich nur für die, die es möchten. DHCP bauen hier auf den Adressen, die wir exkludieren. Das ist ein bisschen speziell bei unseren Geräten, bei den 23XX, also bei den Geräten, die im Moment hauptsächlich im Markt sind, sind es Excluding IP Ranges, also heißt wir haben hier zum Beispiel Adressen von 30.1 auf 30.150, wenn es mir recht ist. Sehr klein hier für mich. Diese sind dann nicht möglich in diesem Range, also die werden exkludiert. Und da kann ich weitere Blöcke exkludieren, dass am Schluss nur ein kleiner Teil bleibt für einen DHCP-Server. Viele wissen es, wir predigen es, der Herr Daniel Kühnelt und meine Wenigkeit, der DHCP ist zwar der König im Netz, aber er ist auch ein bisschen gefährlich, wie halt viele Könige so sind. Wir bauen das auf, wir können es konfigurieren, wir müssen dann einen Pool konfigurieren. In diesem Pool können weitere Protokolle mitgegeben werden, also Sie sehen ein sehr, sehr mächtiges Instrument der DHCP. Es können Time-Protokolle mitgegeben werden. Es können viele, viele zusätzliche Informationen mitgeschickt werden. Testen hier am besten mit einem anderen Switch, den man auf DHCP-Client einstellt oder mit seinem PC. Dann, wenn der PC dann automatisch die Adresse bekommt, dann ist man schon mal auf der guten Seite, man sieht dann, aha, der DHCP funktioniert. Das können Sie in Ruhe mal durchlesen. Es ist eine Abhandlung über ARP, also über das Address Resolution Protocol. Jeder kann es auch an seinem eigenen PC über den Command eingeben und mal schauen, was dieses ARP überhaupt hat. ARP ist eine Zusammenfassung oder ein Zusammenschluss einer Identität von MAC-Adresse und IP-Adresse. Das ist in aller Kürze hier erklärt. Es gibt Möglichkeiten, statische Tabellen zu bilden, dann brauche ich keinen DHCP. Es ist auch möglich, beim ARP zu sagen, ja, beim Aufsetzen baue ich mir kurzfristig einen DHCP und nehme den wieder raus, weil ich kann die statischen Adressen, ich kann die dynamischen Adressen natürlich in statische Adressen
umbauen. Adressen ist auch nicht richtig, es ist der Zusammenschluss, aber wir sehen das gleich noch in den nächsten Folien. Also beim ARP dynamisch brauche ich den DHCP-Server, es muss DHCP-Snooping eingeschaltet werden. Es ist gut zu schauen, dass man die Geräte vor der Aktivierung noch nicht angeschlossen hat, weil sich dann vielleicht alte Einträge in irgendwelchen Registern noch rumtummeln, das raten wir davon ab. Und die MAC-Tabelle sollte nicht statisch schon hinterlegt sein, sonst kriegen wir da falsche Einträge. Also wir kriegen zusätzliche Einträge, die dann das ganze ARP-System stört. Die statische Variante vom ARP, das ist das IP Source Guarding. Und hier ist es sehr einfach. Man hat dann eigentlich sehr viele Möglichkeiten, hier das Gerät mit IP und MAC zu schützen. Wenn dann halt auf der Kamera die IP-Adresse steht und die MAC-Adresse, dann können Sie diesen Teil jetzt großzügig überfliegen, weil dann nützt das hier alles nichts. Also was wir leider auch schon gesehen haben, dass so Zeugs an den Enddevices steht, sogar an einem Router habe ich schon mal MAC-Adresse und IP gesehen, das glaubt man kaum, aber es taucht immer noch auf. Das sind Zöpfe, alte Zöpfe, die langsam verschwinden müssen. Das ist sehr einfach hier bei der Konfiguration. Sie sehen, man gibt einen Port an vom Switch, man hat dann eine VLAN-ID, die IP-Adresse und die MAC-Adresse und gut ist. So kann man das dann einfüllen. Und auf diese, es heißt dann halt Source Guarding, IP Source Guarding, das heißt nicht einfach irgendwo statischer, es gibt ja keinen statischen DHCP, also darum dieser Name. Also Sie sehen, es gibt Möglichkeiten, moderne Netze zu bauen, modern, nochmals redundant, performant, segmentiert, was sicherlich nicht besprochen werden muss, ist die Sicherheit, die gehört heute dazu. Sie sitzen ja auch nicht mehr in ein Auto, das keine Gurte besitzt. Also da ist es schwierig noch zu argumentieren, wenn Sicherheit nicht mit eingebaut wird. Wenn Switche einfach aus der Schachtel genommen werden, die IP-Adresse eingestellt und dann gut ist, dann sind sogar gemanagte Switche gefährlicher im Netz als irgendein dummer, ungemanagter Switch. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Dann gibt es eine Möglichkeit für auch kleinere Netzwerke sich abzusichern. Das heißt, man möchte ja auch hier einen Schutz abbauen, dass man zwei Netze hat im kleinen Bereich. Es geht vielleicht um ein Beispiel, das von Daniel Kühnel kommt, ist zum Beispiel eine Tankstelle. Und die Tankstellen, die sind ja irgendwo bestückt mit, ich sage jetzt mal, 20 Videokameras. Und drinnen sitzt dann ein, zwei Personen an der Kasse, die haben diesen Cardreader, also die haben diese Maestro Terminals und wie die alle heißen. Und da läuft ja relativ viel Geld über diese Kartenterminals. Jetzt, wenn das alles im selben Netz ist, dann dann ist nicht gut. Das predigen wir auch immer wieder an den Workshops. Schaut da mal, ist aber für viele Leute dann effektiv schwierig, ein komplettes segmentiertes VLAN-Netz zu bauen. Darum Private VLAN auf einfachem Weg zu Segmentation zu kommen. Ich habe hier, das ist eine Trennung von selben Endgeräten, beginnt Layer 2 und so weiter und so fort, in einem flachen Design. Das sieht dann so aus, ich zeige euch das hier an der nächsten Folie. Ihr habt zum Beispiel einfach
ein Terminal, ihr habt aber zwei Kameras, das können natürlich jetzt auch 20 sein, hier sind es zwei, die sind mit dem Private VLAN Nummer 1, das ist das Grüne hier und das geht natürlich hier auch auf den Video Server. Das Rote, das könnte hier auch ein, nein, Entschuldigung, das ist ein Terminal, ein Kartenterminal. Das Rote ist nur noch hier verbunden. Also wir sehen jetzt, wir haben eine komplette Isolierung von den Kameras zum Terminal, zum Hauptrechner. Was ja sehr wichtig ist, das darf jetzt ja nicht so sein, dass draußen jemand eine Kamera abschraubt oder da aufs Ethernet-Kabel geht und sich da über das Kartenterminal hermacht. Darum Private VLAN. Wichtig zu wissen, Private VLAN oder PWLAN ist portisolierend. Also diese Netze können sich nicht sehen gegenseitig. Die sind komplett isoliert voneinander. Und wichtig auch zu wissen, die PVLAN-ID, also die Private VLAN-ID, entspricht bei weitem nicht einer VLAN-ID. Das heißt, die beiden stören sich nicht gegenseitig. Und so kann ein kleines, feines, getrenntes Netz aufgebaut werden mit sehr, sehr wenig Aufwand. Man macht hier nur die Ports im Private VLAN, sagt, welcher Port ist auf welchem Private VLAN-ID. Ich habe jetzt hier die 2 und das ist Port 3 und Port 23. Das entspricht auch der Zeichnung von vorhin. Und dann muss man es noch isolieren über die Port Isolation Configuration. Welche Ports sind isoliert von den bestehenden Netzwerkkomponenten? Und das ist gut so. Also relativ schnell auch für kleinere Netzwerke eine Lösung zu finden, ist eine Möglichkeit mit Private VLAN. Habe ich hier reingenommen, weil es höchstwahrscheinlich doch sehr wenig gebraucht wird. Wenn es natürlich bei Netzwerken mit 600, 700 Kameras, wie sie zum Zeitpunkt, zurzeit am Rechnen sind, dann müssen sie nicht mit Private VLAN handieren. Das ist wirklich, ich sag mal, so im Rahmen bis 40 Kameras und sonst ist das nicht angebracht. Ja, gehen wir eines weiter. Wir haben neu etwas gebaut bei uns in Barox. Es ist eine Art eine Videoanleitung, also keine Bedienungsanleitung, sondern eine Videoanleitung für Portsicherheit. Und da muss ich noch zwei, drei Wörter dazu sagen. Ich wäre sehr froh, wenn ihr euch in den Kommentaren über das äußern würdet. Kommt das gut an? Wir würden in einem nächsten Schritt noch einige solcher Videoanleitungen aufnehmen, bauen. Es gibt da verschiedene Themen natürlich. Das fängt schon an mit der Grundeinstellung der IP und so Zeugs, was immer, manchmal vergisst man auch wieder gewisse Dinge. Und der Vorteil, wenn ich ab und zu YouTube-Videos, die mir etwas erklären wollen, schaue, dann ist mein Vorteil in meinem Alter natürlich, dass ich zwischendurch mal die Pause-Taste drücken kann und mich da wieder schlau machen, was hat er jetzt genau gemacht. Das kann ich eigentlich auch natürlich bei einer Bedienungsanleitung, aber in der Regel geht, also mir geht es so, die Videoanleitung ist ein bisschen, ja, man kommt damit schneller klar, aber das müssen Sie entscheiden. Gebt es in die Kommentare, das ist der erste Go, den ich oder den wir gemacht haben mit diesen Videoanleitungen. Wenn es passt, machen wir weitere. Wir sind ganz froh um Ihre Kommentare dann zu diesem Video. Also dann würde ich mal sagen, ich komme noch mal, lasse euch noch nicht im Stich. Wir lassen mal dieses Video laufen. Videoanleitung Barox-Switche.
Wir wollen miteinander die Portsicherheit anschauen. Das heißt, grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, es gibt sehr viele Sicherheitselemente bei unseren Geräten. Ich logge mich hier mal ein mit Admin, und wir sind dann wieder auf unserer Hauptseite in der Konfiguration. Ganz wichtig, sehen Sie hier den Eintrag Sicherheit. Was Sie hier vielleicht vermissen, ist Mac. Die Mac-Table ist da unten, ich gehe da nicht mehr drauf ein, weil die, ja, ich sag mal, die reine normale Mac-Sicherheit ein bisschen verpönt wurde oder verpönt ist. Es ist auch so, man kann halt heute im Darknet ganze Pakete von Mac-Adressen kaufen oder runterladen von einem bestimmten Hersteller, und dementsprechend kommt dann auch noch gerade der Mac-Sniffer mit dazu, und dann sind diese Mac-Adressen relativ schnell ausgelesen. Das bringt also nicht mehr diese Sicherheit, wie wir sie heute in modernen Netzwerken haben möchten. Also was kann ich dagegen tun? Ich habe die Security grundsätzlich aufgeteilt in AAA, das ist Radius-Server, da gehen wir heute nicht allzu stark drauf ein. Man kann es hier wirklich schauen, man hat Radius und Takax. Das ist alles möglich mit den Geräten. Die Security Switch, das bedeutet, wir haben natürlich Sicherheitselemente, die grundsätzlich den Switch vor Zugriff schützen. Das ist nicht nur natürlich das Passwort und die Users, es ist auch die User-Privilegien. Also was darf ein User? Es gibt 15 verschiedene Levels. Die Authentifizierungsmethoden, da gehe ich jetzt ganz kurz drauf ein. Wir haben die Konsole, also CLI, Telnet, bitte vergessen, gleich ausschalten. SSH, HTTP und HTTPS, das sind die gängigen Zugriffsmethoden, die man hat. Und jetzt muss man sich entscheiden, was man tun will. Also grundsätzlich, wir haben eine recht starke Verschlüsselung, wenn man das will, auf HTTPS. Man kann über Telnet kommunizieren, das muss jeder dann gemäß seinen Vorgaben selber machen. Man kann auch sagen, ja, es gibt nur die Möglichkeit, über die Konsole zu arbeiten. Das ist alles schlussendlich möglich, muss es aber dann auch irgendwo niederschreiben, sonst kommt der Switch zu uns in die Reparatur mit dem Fehler, kein Zugriff aufs GUI. Also es sind dann diese Geschichten, die man halt hier richtig einstellen muss. Bei HTTPS ist es ja auch möglich, ein eigenes Zertifikat hochzuladen auf den Switch, dann ist es nur noch mit den zertifizierten Geräten möglich, Zugriff zu nehmen auf den Switch. Also diese Seite Switch hier, das ist alles grundsätzlich User oder ich sag mal bedienseitig. Wie komme ich, wie darf ich den Switch, ja, darf ich den einstellen? Das ist hier untergebracht. Wichtiger für unseren Teil heute hier ist das Limit Control, NAS, ACL und die folgenden IP Source Guard. Limit Control ist ein Zwischending zwischen Mac-Sicherheit und wir zählen mal, wie viel Devices wir da angeschlossen haben. Also wenn ich jetzt den Port nehme, hier den Port 2, dann mache ich hier mal eine Limit Control. Ich limitiere die Anzahl der MAC-Adressen hier mal auf 4. Das ist so standardmäßig eingestellt. Was muss passieren, wenn das nicht so ist? Also wenn hier zum Beispiel auch mehr Adressen auftauchen, dann habe ich voreingestellt, es passiert nichts. Das ist nicht unbedingt gut, dass nichts passiert. Es kann aber sein, dass ich einfach eine SNMP-Trap versenden möchte, oder ich möchte den Port komplett runterfahren. Oder beides. Also Sender einer SNMP und ausschalten. Das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz zurück hier. 4, warum 4? Das ist so, was hat dann 4? Also wenn Sie normal eine Anlage bauen,
Dann haben Sie vorne eine Kamera, dann kommt ein Hood-Schienen-Switch, zum Beispiel unserer, hier der 804. Und dann kommt irgendwo hinten ein 19-Zoll-Gerät im Core-Bereich, in der Zentrale. Diese Aufstellung hat dann also die Kamera-MAC-Adresse 1. Dann haben wir eine Adresse auf einem Port, der reingeht von der Kamera. Dann geht ein Port raus vom Switch, haben wir 1, 2, 3. Also die zwei Ports sind bei Layer 3 halt zweimal MAC-Adresse. Und dann kommt noch ein Port beim Core und dann haben wir bereits 4 und das wäre dann das, was wir voreingestellt haben. Wenn das mal runtergefahren wird, dann ist es so, dass dieser Port gesperrt wird, also bei den Einstellungen auf Shutdown ist er unten. Ich kann ihn nur wieder mit diesem Reopen-Button kann ich den wieder starten. Das geht sonst nicht. Ich muss hier rein. Es gibt entsprechend natürlich über verschiedene, ich sag mal, Tools, wie zum Beispiel auch die Milestone-Server, dass man sagt, ja, man möchte einen Befehl abschicken über SNMP, dass dann der Mensch am Regiepult da auch das wieder öffnen kann. Ob das dann vernünftig ist oder nicht, das überlasse ich mal Ihnen. Die Sticky Function ist hier disabled, die ist ein bisschen speziell, wenn ich das einschalte hier, dann werden diese laufenden Adressen werden gemappt. Das heißt, die dynamischen MAC-Adressen, die hier entstehen, die ersten 4 werden dann in eine statische umgewandelt und dann ist gut, mehr gibt es nicht mehr. Also die haben dann diese Ablage von dynamisch auf statisch über diese Sticky Function, die werden so gemappt, die 4 Adressen, und dann ist gut, dann ist nichts mehr zu tun. Wenn ich das wieder auflösen will, dann muss ich hier wieder diese Sticky Function clearen. Dann haben wir wieder eine gewisse Zeit, das ist diese Aging Time, dann haben wir wieder eine gewisse Zeit, die wir vorgeben, wo dieser Port automatisch aus den dynamischen Adressen die statischen macht. Und das ist eine Funktion, die ist effektiv recht gut und effizient. Weil hier geht es nicht um irgendeine MAC-Adresse, die gehackt werden muss, sondern um eine Reihenfolge von MAC-Adressen, ein Pfad. Und der ist nicht ganz so einfach dann wieder zu hacken wie eine reine MAC-Adresse. Aber da gibt es natürlich immer noch die Zweifel, ja, MAC-Adresse ist keine Sicherheit, und dann gehen wir gleich weiter auf die ARP-Inspection. Die ARP-Inspection, das ist der Zusammenschluss von IP-Adresse und von MAC-Adresse. Das heißt also, beide müssen wirklich erscheinen. Zudem kommt ein dritter Faktor hinzu bei uns, das ist die VLAN-ID. Also wir haben drei Faktoren Sicherheit, VLAN-ID, MAC-Adresse, IP. Wenn die nicht stimmt, dann wird der Switch da sagen, nein, von dir möchte ich nichts mehr wissen, und er fährt den Port nicht runter, aber der Datenstrom wird ausgeschaltet. Es ist nicht mehr möglich, Daten zu empfangen oder zu senden auf diesem Port. Und das ist die ARP-Inspect. Man kann in der dynamischen ARP-Table kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass wir einen DHCP-Server haben müssen im System. Sie können hier natürlich relativ schnell hier oben einen DHCP-Server bauen mit unseren Geräten. Wir machen das bei jedem Workshop, wenn wir wieder live sind, machen wir das mit unseren Teilnehmern. Relativ easy können Sie den DHCP-Server bauen, die ARP-Inspection dynamisch auffüllen hier, und dementsprechend ist das dann von der Handhabung recht einfach. Wenn wir das alles manuell machen müssen, dann ist es schon eine Arbeit für sich. Aber es gibt natürlich
Systemadministratoren, wenn die nur schon DHCP hören, stehen denen die Haare zu Berg. Und darum gibt es auch die IP Source Guard. Also die IP Source Guard ist grundsätzlich sehr einfach gehalten. Man sagt, was man für einen, wie viele dynamische MAC-Adressen man haben will. Und man macht dann eine statische Tabelle hier auf Port basierend. Also ich sage mal, Port 2 hat nur diese VLAN 10, die IP-Adresse und die MAC-Adresse. Und wie es der Name sagt, Source Guard Table, also dann ist nur noch das erlaubt, was hier an diesem Port ansteht. Für kleinere Einheiten, ich sag mal auch für Hutschin, ist das gar nicht so schlecht, wenn man vorne schon den Schutz hat, dass draußen irgendwo in einem Anschlusskasten bereits die Sicherheit so hoch ist, dass man zuerst MAC und IP-Adresse wissen muss, weil so schnell geht das dann nicht. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, aber das ist halt immer noch keine, und dann sagen, ja, dann müssen wir mit Radius und so weiter arbeiten. Tatsache ist, dass es hier die Zeit, wo ein Hacker rein will, doch deutlich vergrößert, wenn man die VLAN-ID, die IP-Adresse und die MAC-Adresse wissen muss. Das wird deutlich länger. Und das würde man dann auch ja vielleicht merken, wenn man das DMS auf öffnet, hier ins Monitoring reingeht und sieht, aha, hier hat es einen PC, der ist ganz kurz, war der hier angeschaltet. Warum ist der hier? Und da muss man halt reinschauen. Das ist eine Möglichkeit, die das DMS ja immer bietet. Ja, das war so ein bisschen diese Portsicherheit. Es gibt noch einiges mehr, wenn man das von uns wissen müsste. Wir haben eine Funktion jetzt nicht angeschaut. Das ist in der Konfiguration der Sicherheit. Hier ist das die ACL. ACL bringt eine Port-zu-Port-Sicherheit. Also das in aller Kürze, weil es ist relativ komplex. Haben Sie fragmentierte Frames, haben Sie irgendwelche Sachen, die Sie filtern möchten von Port zu Port, das heißt also, das ist eine ganz interne Geschichte, dann können Sie hier bei der ACL die Access Control List nehmen. Diese Liste hier ist eine Liste, das kennen Sie vielleicht von so von den Begriffen her, Policy, Ingress und Rate Limit. Kennen Sie höchstwahrscheinlich von den, wenn Sie einen Router aufsetzen. Diese Policies und Filter, die kann man hier bestimmen. Sie können hier hingehen und sagen, ich möchte hier auf Port 2, ich nehme mal den 3, spezifische Filter setzen. Kann aber auch sagen, nein, ich möchte ein spezielles Frame, also ich nehme mal IPv4. Und hier die Protokollfilter zum Beispiel, auch wieder TCP. Und dann diese Tabelle hier schaut dann, und sie ist auch schlussendlich eine Firewall. Man hört immer wieder von Schädlingen innerhalb der Netzwerke, also sei es das irgendwo über die Schnittstellen, was immer häufiger ist. IoTs, Internet of Things wird da öfters genannt, man hört Triple 20. Das ist alles nicht so tragisch, wenn man hier Vorkehrungen trifft im internen Netzwerk und diese kleine, ja kleine, so klein ist sie nicht, aber eine Firewall hier bauen kann. Das ist eine Port-zu-Port-Filterung, wo man sagt, nein, das möchte ich jetzt hier nicht. Ich möchte zum Beispiel dann, dass der Port abgeschaltet wird, wenn dieses Ereignis entsprechend auftritt. Auch bei den Parametrierungen, MAC-Parametrierungen und so weiter und so fort. Das ist relativ großzügig hier bei den Switchen. Es ist aber noch viel großzügiger geworden bei den neuen Geräten, bei den 28XX, da haben wir noch mehr Wert auf diese interne Filterung gelegt.
Ja, ich hoffe, Sie können sich da mal mit einem von unseren Geräten ein bisschen austoben und vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Da wäre ich wieder zurück. Also von unserer Seite ist es wichtig, es ist natürlich jetzt ein erster Go mit einer solchen Videoanleitung, Portsicherheit. Das wird sicher noch verfeinert werden. Es hat jetzt natürlich auch gewisse Wiederholungen gehabt mit dem Inhalt dieses Webseminars, aber das war gewollt, weil diese Dinge sind doch relativ sicher jetzt für moderne Netzwerke. Merke, dass man nicht nur ich wiederhole mich ein drittes Mal, ich habe vorgehabt, das dreimal zu sagen, Redundanz, Performance und Segmentierung, schlussendlich, das alles kann man absichern, das ist dann die große Blase rundherum, die Sicherheit des Netzes und dann bin ich in der modernen Welt angekommen. Sicher ist der Fokus heute, was wir immer wieder sehen, meine Kollegen und meine Wenigkeit, ist, dass man, und das soll auch hier sehr, sehr eindringlich nochmal betont werden, dass man nicht segmentiert, dass man flache Netze baut, die dann irgendwann mal so viel Datenverkehr hat, dass das Ganze zusammenbricht. Das braucht dann vielleicht noch irgendwo Multicast drin, es braucht dann irgend noch ein Zünglein an der Waage und die Netze kippen. Das ist halt einfach mit der zunehmenden Bandbreite der Devices, also bei uns vor allem halt bei den Kameras gekommen, dass man hier sehr achtsam umgehen muss. Man muss heute eine Bandbreitenliste führen, bevor man anfängt, die Kabel zu stecken. Und das wird ja wohl nicht immer so der Fall sein. Da wissen Sie, ich ertappe mich selber manchmal bei Dingen, die eigentlich nicht dem entsprechen, was ich hier predige. Aber wenn ich nur so 70, 80% an das herankomme, was ich täglich meinen Kunden oder unseren Kunden predige, dann bin ich schon auf der guten Seite. Also hier dieses Chart soll nochmal wirklich zeigen, macht Segmente, macht VLANs, unterteilt die Netze und dann hilft das entsprechend auch nicht nur beim Aufbau, bei der Performance, sondern schlussendlich dann auch, wenn man mal einen Fehler suchen muss, irgendein Device nicht mehr richtig funktioniert und sie dann ein flaches Netzwerk haben, dann wird es doch sehr, sehr schwierig, diesen Fehler zu finden. Ja, dann darf ich an dieser Stelle sagen, beachten Sie bitte unser nächstes Webseminar zum Schutz und Rettung im Videonetzwerk, sehr verwandt mit dem, was ich heute oder was Sie heute gehört haben. Am 16. März 2021, das ist unser Jahr, sind wir wieder online. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe natürlich, dass Sie entsprechend in den Kommentaren niederschreiben, was Sie auch von diesen Bedienhilfen oder von diesen Videoanleitungen halten. Das würde mich freuen, wenn ich da möglichst viele Feedbacks von Ihnen bekommen hätte. Beachten Sie auch unsere Social Media Plattforms, also da hat es doch einiges, was jetzt läuft in der nahen Zukunft. Wir wissen auch, dass es geschaut wird, dass wir da beachtet werden. Ja, scheut euch nicht, hier mit reinzugehen, da sind wir auch für Sie präsent. Zum Schluss nochmals mein Schlusswort, wenn es Sorgen gibt. Immer sehr schnell ein Telefon, das ist manchmal besser, als da in den Tisch reinzubeißen, weil es nicht weitergeht. In dem Sinne danke ich Ihnen vielmals fürs Zusehen und Zuhören, wünsche Ihnen einen ganz schönen
Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.